Schultersprung. Okay. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Wie komme ich wieder hoch? Alles okay da unten? Ja.
Okay, mal sehen, was wir tun können. Hast du es geschafft? Kommt rüber, ihr zwei. Prime-Rüstung an Einheit G-Typ-1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Gamma Matrix 5 aktivieren. Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Treibstoffversorgung von Einheit G-1. Ich kann sie erreichen, wenn ich gleite. Immer noch keine Spur von Fahr. Es ist so groß hier. Wir suchen weiter. Durchsatz um 20% erhöhen. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Sekundärpakete zum Materialbucht 5 und 12 transferieren. Geschütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Ich glaube, ich kann auf einem der Metallwagen mitfahren. Nebenleitung 9AX umschalten. Rüstungsauswertung abgeschlossen. Diese Wagen transportieren Verbrennungsausstattung. Was hat für Festes vor? G-Typ-1 erhöhen. Wal, über uns. Sie ist in der Luft. Nicht loslassen, Aloy. Jep, wer hätte das gedacht? Gamma Matrix 5 aktivieren. Angekommen. Ich muss loslassen. Okay. Was jetzt? Treibstoffversorgung von Einheit G. Ich sollte zu der Plattform da unten bleiben können. Durchsatz um 20% erhöhen. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Wer ist Hephaestus? Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Noch mehr Kabel. Sie bedecken die Tür. Ich glaube, wir sind fast am Kern.
Seid bereit. Wir geben Deckung. Hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann Einklang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Baal. Wir müssen darunter. Diese Kuppel aus Licht, beschützt sie die Maschine? Ja. Hier muss ein Knoten sein, den ich überbrücken kann, um sie abzuschalten. Eingriff erkannt. Wechsel die Typ 1 ein. Also dann. Tut mir leid, Fahr. Zerfriss sie!
Nicht auf. Um eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Eindringling identifiziert. Zerstörer der Bogenstätten Epsilon. Dieses Mal nicht der Beste. Mischung steht bevor. Rückzieht in die Netzwerkkleid. Dein Tod ist unausweichlich. Nicht schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Aloy,
Der Kern. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Sieht wie Maschinen aus. Müssen Überbrückungen sein. Wissen darüber, wie man Maschinen zähmt. Und das anscheinend hat Hephaestus die Sicherheit der Brutstätten verbessert. Einige Daten sind beschädigt. Da kann ich gerade nichts dran ändern. Und mein Fokus erkennt manche davon nicht. Müssen Maschinen sein, die ich nicht kenne. Hast du alles? Ja. Dann beeilen wir uns lieber. Studenten der Ursprungsanlage 9. Willkommen in der... Fehler. Unbefugter Zugriff bekannt. Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? Ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Das gesamte Personal muss die Anlage verlassen. Unverzüglich. Irgendetwas will uns hier nicht. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Da. Das ist unser Ausgang. Fehler. Unbefugter Zugriff. Anlage wird abgeriegelt. Draußen bleiben. Was ist hier los? Na, zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Alles in Ordnung so? So? All das. Minerva, Hephaestus, Gaia. Das wird also Reinklang heilen? Das ist schwer zu erklären. Ich verstehe es ja selbst kaum. Aber ja, das ist das, wonach Aloy die ganze Zeit gesucht hat. Okay, ich muss Minervas Versteck finden. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Warnung! Zugangsbeschränkung! Du bist hier nicht erwünscht! Nein, tut mir leid. So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Wohin sie führt. Oh, Sackgasse.
Über mir weht ein Luftzug. Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht.